Da sind wir wieder bei Nightmares of the Deep. Bei den Sirenen, den hübschen Meerjungfrauen. Ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung mehr, was ich machen wollte. Ich habe einen Zeitung. Genau, ich wollte in den Zeitungsverlag. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich vorhatte. Wo war der jetzt nochmal? Hier, glaube ich, oder? Ach, diese dicke Spinne. Ich sehe nichts. Ich benötige Licht im. Es lässt sich drehen, scheint aber keine weitere Funktion zu haben. Ich sehe mich gerne drin um, aber zuerst muss ich das kaputte Licht reparieren. Oh, super. Glühbirne. Mit dem Tintenfass kann man etwas zu Papier bringen, dass man... Was? Dass man sieht. Büroklammer. Das leere Papier könnte noch nützlich sein. Eine Unterschrift. Den Stempel haben wir daneben. Haben wir hier vielleicht irgendwo noch einen Zirkel rumliegen? Den könnte ich noch einen Kreis malen. Hier ist ein Zirkel. Wusste ich doch. Ein Taschentuch. Eine Teetasse. Ein Dollar. Irgendeine Filmrolle hier. Eine Schere. Motte und eine Bürste. Das ist ein Pinsel. Lassen wir mal als Bürste durchgehen. Okay, jetzt haben wir eine Glühbirne und die tauschen wir mit Lappen aus. Jetzt sehen wir hier auch wieder was. Ich kann eine Matrize durch die Rolle drehen, um eine Kopie zu erhalten. Naja, die Schnur wurde durchgeschnitten. Ich muss die Drähte isolieren. Warum habe ich eigentlich noch eine Banane? Hier sind Seepferdchen. Schatten über Kingsmith, Smaus. Murray setzt seine Prätorianer ein, um seine Gegner anzugreifen und die Stadt zu übernehmen. Verbreitet sich der Fischfluch als Strafe für Piraterie noch weiter? Die letzten Schlagzeilen werfen kein sehr schmeichelhaftes Licht auf Mary. Kein Wunder, dass die Zeitung schließen musste. Das sonst kann ich da nichts mehr machen. Hallo, dann würde ich gerne. Danke. Ja, was ist das? Spielzeugsalat. Wenn ich das richtig verstehe, ich kann den Kran benutzen, um das Boot anzuheben und durch die Tore zu brechen. Okay. Ein Foto fehlt hier. Ordne die Fotos neu an, um ein großes zu gestalten. Sehe dir als Hinweis die Hintergrundfarben an. Bist du? Hier scheint wohl ein Symbol zu fehlen. Hey, der tut sich eine Tür auf. Vom Kraken versenkte und vom Bürgermeister Murray geplünderte Schiffe seit 1889. Alexandria Bittersüß. Nein, daher stammt also der Wohlstand von Kingsmouth. Kingsmouth. Sag mal Kingsmith.
Da heißt das Maus. Auf dem Tisch steht eine Lampe. Das habe ich gewusst. Oh, it must be the owner. So he paid the price for uncovering the truth about the mayor. Entschuldigung. Ich werde sie ohne den Aufziehschlüssel nicht einschalten. Jetzt ruht er bei den Korallen. Das ist sehr, sehr pietätvoll. Womit? Da. Das kommt da rein. Wofür braucht man das? Ach, das ist ein Griff? Hierfür. Dann habe ich das Messer. Ein Messer kann ich dieses Hammerteil schleifen. Gut. Das ist jetzt natürlich sehr schön. Okay, dann gehört die Sonne hier nach hier vorne. Was ist das? Ein Schriftsatz, kann ich den... Ich brauche Tinte, okay. Zwei, vier, sieben. Schrauben. Da sind jetzt die Schrauben drin. Was auch immer ich mit diesen Schrauben soll. Stürmt den Leuchtturm. Treffpunkt für den Protestmarsch gegen Bürgermeister Murray. Sehr schön. Das hatten wir, glaube ich, aber schon mal, ne? Was ist das? Ach, das ist der Schlüssel. Okay. Kann ich hier sonst noch irgendwas klicken? Offensichtlich nicht. Wer wird den Fluch aufheben und den Bürgermeister stürzen? Der Bürgermeister hat meine Zeitung geschlossen, da ich die Wahrheit über den Fischfluch aufdeckte. Obwohl ich beweisen konnte, dass er vorwiegend Personen mit einer verdorbenen Seele trifft und unser Bürgermeister ist das perfekte Beispiel dafür, hat der Fluch nur noch uns andere getroffen. Und er verwandelt uns in scheußliche Fischmänner. Um den Fluch aufzuheben, müssen wir Calliope befreien. Calliope zu befreien, müssen wir den Pakt zwischen Murray und Davy Jones brechen. Um wiederum den Pakt zu brechen, müssen wir 12 goldene Fischsteine finden, die vom Bürgermeister, den Prätorianern und dem Kraken beschützt werden. Ich denke mal, das war's. Aber es gibt noch Hoffnung. Calliope wollte Hilfe außerhalb von Kingsmouth suchen. Es gibt eine Frau, die schon einmal einen Pakt von Davy Jones gebrochen hatte. Ich bete dafür, dass es ihr noch einmal gelingt. Das sind wohl wir. Und ich hoffe, wir können tatsächlich irgendwas machen. Ach, guck mal. Das ist hier sehr putzig. Ich meine auch, mich zu erinnern, dass es mittlerweile tatsächlich, glaube ich, sogar schon einen dritten Teil gibt. Der sich, soweit ich mich erinnere... kann ich dem Affen eine Banane geben? Guck mal, mein kleiner Freund. Findest du gut? Ja? Was kriege ich dafür von dir?
Feuerfester Handschuh. Du bist ja niedlich. Der Kleine war nur hungrig und verängstigt, aber jetzt ist alles in Ordnung. Du bist jetzt sehr putzig. Returning to piracy was not an option. However, the times had changed. People had aged, gotten used to their families and the town. A mayor called Murray emerged as a leader of the community, himself an old pirate, captain of his own ship. A symbol of pirate prosperity. He was one of the few who remembered the legends of Davy Jones, in which he saw a solution for the town's troubles. Oh, guck mich doch nicht so lieb an. Du bist eigentlich ein Siegelring, ein furchtbar komischer, hässlicher Gnom. Du hast gar nicht so niedlich zu gucken. Finde ich so nicht in Ordnung. Was hat mein Flips denn nun schon wieder? Ach so, genau. Ich brauchte doch irgendwie Kohle, oder nicht? Ich muss den... Ach so, feuerfester Handschuh. Ach ja, das ist ja alles noch nicht so korrekt angebaumelt. Weil, ja... Ach genau, die Schrauben. Schrauben festziehen. Jetzt kann ich den Kran benutzen, um das Boot anzuheben. Der zweite Hebel fehlt. Boah. Das muss ein alter Busfahrer erstmal so hinkriegen. What is he looking at in the distance? I should check it too. What is he looking at in the distance? I should check it too. Oh, ein goldener Oktopus. Solange Mary und seine Gorillas so nah sind, kann ich nicht herumschulden. Ich hole mir besser das alte Fernglas und sehe mir an, was er beobachtet. Oh my. If I'm right, the mayor might want to. This can't be true. Attack this ship using the Kraken. I have to somehow contact the crew and tell them to escape those waters. Das ist ein Personenschiff. Oh, Schatz. Hallo? Können wir jetzt... Ach, danke. Die hätten den da doch nicht einfach sitzen lassen können. Oder doch? I'm too weak to catch up with the carriage. Please, help me save Calliope and stop Murray. You saw the oncoming ship. It's the first ship sighting in a long time. The mayor is sure to attack it. I won't get to the lighthouse without your help. The bridge is up, but there's another way. Through the shipwreck cemetery. Through all those ships that Murray sank and robbed. It's a horrible place. I'll show you the way. Just let me catch my breath. Ah, you already know about our conspiracy against the mayor? Then take this. It may help you out in the pawn shop. Das
Das da hinten sieht fast, also das wäre ein bisschen merkwürdig, aber es... Es sieht fast aus wie die Titanic. Fast. Die Tür des Marktstands wird sich drehen, das Rad ist geöffnet, das fehlt allerdings zur Zeit. Ein Schlitz für die Nadel, die in den Brunnen fiel. Was willst du denn? Jetzt sitze ich in der Klemme. Ich kann mit meiner Hand nicht nach der Nadel greifen. Pieks, pieks! Ich brauche was anderes. Schade. Dass ich mit etwas dünnen Spitzen aufbrechen muss. Ja, noch mehr Hinweise gehen auch schon gar nicht mehr, glaube ich. Es muss dünn und spitz sein. Yay. Ist das alles? Dieser Vogel. Ah! Diese scheiß Sammelgegenstände. Warum gibt es da überhaupt so viele von? Der Eingang der Pfandler ist voller Splitter und Scherben. Ich sollte ihn besser abdecken, bevor ich versuche, da drüber zu laufen. Hallo? Ist der auch tot? Ein weiteres Opfer von Marys Zorn. Der Bürgermeister ging gegen seine Gegner brutal vor. Was ist das? So viele Symbole. Ohne Hilfestellung durch eine Lösung werde ich nicht erkennen, welche wichtig sind. Geschlossen. Der Wunsch, Kingsmouth für fremde Besucher zu öffnen, wird noch mein Ende sein. Erst wenn Mary seine Schreckensherrschaft beendet, wird Modernität hier Einzug halten. Ich weiß, dass der Bürgermeister heimlich moderne Ausrüstung nutzt, die er von Schiffswrack stiehlt. Aber wir einfachen Leute haben keinen Zugang zu diesen... Da war schon wieder so ein Vogel. Wundergeräten. Wir sind auf ewig in der Vergangenheit gefangen. Ich habe den Schiffsfriedhof unter dem Leuchtturm ein paar Mal besucht, um so viele moderne Vorrichtungen zu retten wie nur möglich. Ich habe sie dann an meinen besten Kunden verkauft. Ich fürchte, dass die Prätorianer nach mir suchen. Ich habe den Laden geschlossen und einem Freund meinen Lieblingsring gegeben. Ich bin mir sicher, dass die Soldaten den Durchgang im Untergrund nutzen, der durch die Katakomben unter dem Brunnen in die Stadt führt. Ich will diesen Vogel da haben, der macht mich die ganze Zeit schon nervös. Einfach weil er da ist. Die meisten Artikel, die hier verkauft wurden, waren alle recht alt und nutzlos. Vielleicht wurden bessere Gegenstände ja woanders aufbewahrt. Ja, da fehlt mir ja noch einer von. Matrizenteile. Hier ist sonst aber nichts. Okay, das heißt, ich muss noch irgendwas machen. Was habe ich denn jetzt dabei? Ein Stahlrad, ein Fisch, Spielzeugzutaten, Feuerzeug. Moment, ich habe dich gesehen. Hier oben. Ja, ich habe dich gesehen, mein Freund. Ich habe dich gesehen. Ach, jetzt ist sie hier. When I was a Praetorian, we used an underground passage to get to town from the lighthouse. It starts right here, under the fountain. After you open the passage, proceed through the catacombs to the shipwreck cemetery. It might be dangerous, but I believe in you. Just behind the cemetery, there's an entrance to the lighthouse and the prison. That's where the mayor held Calliope. I know because that's where I met her. If we're lucky, Murray will lock her up in the prison again. With Calliope's help, we might be able to tame the Kraken and save that ship. Ah, jetzt steht hier. Please, find a way to get under the fountain. Ja, ich gebe mir Mühe. Finde alle Gegenstände, die das hier... Ach, du liebes bisschen. Das sieht ja jetzt alles wieder ganz anders aus.
wo haben wir denn hier jetzt noch diesen komischen Stofffetzen? Da oben? Ja. Ach, und da haben wir den letzten Gnom. Adlerauge, juhu. Für mich ist es ein Gnom. Und was wir mit diesem Gnom machen, gucken wir uns beim nächsten Mal an. Bis dahin. Tschüss.